Während im Bundeskanzleramt Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den 16 Länderchefs am Montag über weitere Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der zweiten Infektionswelle berät, muss sich Thorsten Lehr schon mit einer möglichen dritten Welle auseinandersetzen. Der Professor für klinische Pharmazie leitet ein Projekt der Universität des Saarlandes, das aufgrund der verfügbaren Daten Vorhersagen über den weiteren Verlauf der Pandemie trifft. Zusammen mit seinem Team und Forscherkollegen aus der Virologie sowie Intensivmedizin hat er das mathematische Modell für einen Covid-Simulator entwickelt. Das Modell soll dazu dienen, einen möglichen Bedarf an Krankenhausbetten, intensivmedizinischer Behandlung inklusive Beatmung und Todesraten in den einzelnen Bundesländern vorherzusagen und die Auswirkungen möglicher Szenarien wie etwa Schulschließungen zu simulieren. Hier seine Einschätzung der derzeitigen Situation. Ja, also die aktuellen Maßnahmen reichen erstmal so nicht aus, wie wir sie bis jetzt sehen. Wir müssten deutlich noch weiter die Kontakte reduzieren, also um 30-40% wäre das also ungefähr nötig. Das Problem, das wir trotzdem haben, ist, dass die Maßnahmen dann noch relativ lange gehalten werden müssen. Also selbst wenn wir die Maßnahmen jetzt noch weiter verschärfen, müssten wir also damit rechnen, dass wir also frühestens an Weihnachten eigentlich unter diese Grenze von 50 Neuinfektionen pro 7 Tage pro 100.000 Einwohner gelangen würden. In regelmäßigen Abständen wird der Covid-Simulator mit neuen Daten gefüttert und seine jüngsten Berechnungen können weder ihm noch der Politikerrunde in Berlin gefallen. Er ist der Meinung, dass wir uns mit der Pandemie noch einige Zeit auseinandersetzen werden müssen. Ja, also ich persönlich halte eine dritte Welle für relativ wahrscheinlich. Es kommt ein bisschen darauf an, wie wir nach dem zweiten Lockdown jetzt weiter umgehen. Wir brauchen jetzt einfach Maßnahmen, die eigentlich regeln, dass danach auch wieder die AH+L-Regeln eingehalten werden. Dann können wir es vielleicht schaffen, eine dritte Welle vielleicht möglichst klein zu halten. Aber wenn es wieder zurückfällt, eigentlich nach Ende des Lockdown-Lights in die Situation, wie wir sie vorher hatten, dann müssen wir eigentlich dann ab März, April auch wieder mit der dritten Welle rechnen. Und ob es eine vierte gibt, das hängt natürlich davon ab, wann und wie der Impfstoff dann am Ende verfügbar sein wird.